Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und sie ist nicht homogen. Wir wissen, dass die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung sich schreibt als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Also bestimmen wir zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Die charakteristische Gleichung ist z hoch 2 plus 1 mal z hoch 0 gleich 0. Also z hoch 2 plus 1 gleich 0. In der Menge c können wir dieses Binom faktorisieren und die charakteristische Gleichung in dieser Form schreiben. Somit erkennen wir sofort, dass minus i 0 Stelle ist mit Vielfältigkeit 1 und dass i auch 0 Stelle ist mit Vielfältigkeit 1. Und durch diese Formel können wir die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung sofort so schreiben. Wir schreiben e hoch diese Nullstelle minus i mal x mal ein Polynom ersten minus ersten Grades, also ein Polynom nullten Grades, das heißt eine Konstante, die wir c1 nennen, plus e hoch diese zweite Nullstelle i mal x mal ein Polynom ersten minus ersten Grades, das heißt eine weitere Konstante, die wir c2 nennen. Wir haben die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung schon gefunden. Aber je nach dieser Form ziehen die Wissenschaftler es vor, sie anders zu schreiben, weil e hoch ix, das ist Cosinus von x plus i mal Sinus von x, und e hoch minus ix, das ist Cosinus von minus x plus i mal Sinus von minus x, also so. Im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass der Cosinus von minus x dasselbe ist wie der Cosinus von x und dass der Sinus von minus x dasselbe ist wie minus Sinus von x, also so. Hier verteilen wir c1, hier verteilen wir c2 und dann klammern wir Cosinus von x aus und auch Sinus von x aus. Somit erhalten wir diese Funktion. Wir deuten sie, eine beliebige Konstante mal Cosinus von x plus eine beliebige Konstante mal Sinus von x, also so. Somit haben wir also die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung in dieser Form geschrieben. Wir halten diese Form hier fest, aber am Ende ist es nicht mehr notwendig, die zwei Konstanten mit einem Sternchen zu versehen. Da ist sie, die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Jetzt suchen wir noch eine partikuläre Lösung dieser Differentialgleichung. Aber Vorsicht bei dem, was jetzt kommt, da die konstanten Koeffizienten unserer linearen Differentialgleichung reelle Zahlen sind, 1 und 1, und da der Sinus von x der Imaginärteil von e hoch i mal x ist, gilt der Imaginärteil einer partikulären Lösung yp Sternchen von x von dieser Differentialgleichung, das ist dieselbe wie unsere, nur der unabhängige Term ist jetzt nicht mehr Sinus von x, sondern e hoch i mal x, ist dann automatisch eine partikuläre Lösung von unserer Differentialgleichung. Was wir also suchen, ist eine partikuläre Lösung yp Sternchen von dieser Differentialgleichung. Und diese Differentialgleichung, das ist eine dieser Art, denn der unabhängige Term ist das Produkt
von einer Exponentialfunktion und einem Polynom. Hier ist eben das Polynom die 1, die hier vorne dran multipliziert. Wir lesen 1 mal e hoch ix. Und da diese Differentialgleichung eine dieser Form ist, können wir hier sofort eine partikuläre Lösung ablesen. Sie schreibt sich in Form von solch einem Produkt. Also so. Der Faktor e hoch i mal x wurde einfach von da abgeschrieben. Dieses Polynom ist nullten Grades, weil das Polynom vor dem e hoch ix, das heißt diese 1, auch nullten Grades ist. Und die Hochzahl von dem x ist 1. Diese 1 ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl i als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Die charakteristische Gleichung ist diese da. Die Zahl i ist effektiv Nullstelle und ihre Vielfältigkeit ist 1. Daher dieser Exponent 1. Diese partikuläre Lösung yp Sternchen von x schreibt sich also in die Form x mal ein Polynom nullten Grades, das heißt eine konstante Zahl, nennen wir sie groß A, mal e hoch i mal x. Also so. Jetzt müssen wir nur noch den Zahlenwert von a herausfinden. Und dazu drücken wir explizit aus, dass dieses yp Sternchen von x Lösung dieser Differentialgleichung ist. Also wir drücken das explizit aus. Explizit heißt hier, wir werden yp Sternchen ersetzen durch dieses Produkt und wir brauchen auch die zweite Ableitung von yp Sternchen gegenüber der Variablen x. Also suchen wir schon mal die erste. Das heißt, wir leiten dieses Produkt ab, finden dann das als Ableitung, was man noch in einfacherer Form schreiben kann. Wir suchen die zweite Ableitung, also leiten wir die erste nochmal ab und finden dieses Produkt, das man noch etwas einfacher schreiben kann. Und da i² minus 1 ist, kann man es noch etwas einfacher schreiben. Wir werden also jetzt in dieser Gleichung hier yp Sternchen ersetzen durch dieses Produkt und die zweite Ableitung von yp Sternchen gegenüber der Variablen x ersetzen durch dieses Produkt. Somit stoßen wir auf diese Gleichung, die wir noch durch e hoch ix vereinfachen können. Wir können alles durch e hoch ix teilen. Somit stoßen wir auf diese Gleichung. Die Termen minus ax und plus ax verschwinden. Und daraus schließen wir dann sofort, dass a 1 geteilt durch 2i sein muss. Jetzt multiplizieren wir nach unten und oben, zum Beispiel mit i, und erhalten so als a-Wert minus i geteilt durch 2. Also werden wir in diesem yp Sternchen von x den Buchstaben a durch die Zahl minus i halbe ersetzen und erhalten somit eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung. Wir wissen, eine partikuläre Lösung von unserer Differentialgleichung ist der Imaginärteil von dieser Lösung. Deshalb schreiben wir diese Lösung noch etwas anders. Wir schreiben e hoch i mal x in die Form Cosinus von x plus i mal Sinus von x, können jetzt diesen Faktor noch verteilen auf diese Klammer und erkennen somit sofort, dass der Imaginärteil dieser partikulären Lösung minus 1 halbes mal x mal Cosinus von x ist. Also so. Und dieser Imaginärteil ist automatisch partikuläre Lösung yp von x unserer Differentialgleichung. Also halten wir diese partikuläre Lösung hier fest. Und jetzt sind wir auch am Ende der Übung angelangt, denn wir wissen ja, die allgemeine Lösung unserer Differentialgleichung schreibt sich als Summe von yh von x und yp von x.
Die allgemeine Lösung sieht also so aus. Und hier können wir noch Cosinus von x ausklammern. Und somit haben wir die allgemeine Lösung unserer Differentialgleichung gefunden. Die Übung ist also beendet.